Jo, da sind wir wieder in der Comedy Hut mit Chai Spark und Anna und mir. Hallo. Und mit Larry. Yay. Alles klar, Kinder. Ja, Captain. Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain. Wer wird in der anderen? Das ganz tief im Meer. SpongeBob, Larry, Leffer. Wer ist hohl von innen und zwar sehr? Larry steht gerade an einem ganz bösen, an einer ganz bösen Klippe mit einem dicken Bambuszeugs davor. Und da wollen wir aber jetzt nicht hin. Ich muss ja immer an diese alte Werbung für diese Duschcreme denken, die hieß ja auch Cliff. Genau. Stimmt. Und ich hatte den Mann dann da runterspringt, so 50 Meter in die Tiefe. Ah ja. Ja. Und hier ist noch eine Höhle, da gehen wir auch nochmal rein. Ich zeige euch jetzt alles, was wir noch nicht gesehen haben. Was denn mit seiner Plauze auch da durch? Ja, er passt. Und gucken mal. Und in der Ferne, da leuchtet die Nontreit-Lagune etwas ölig im Nebel oder so. Flowers gucken wir uns auch nochmal an. Das sind nämlich, was? Wilde Orchideen wachsen da. Okay, das sollten wir uns für später merken. Jetzt brauchen wir die aber noch nicht. Jetzt machen wir mal was anderes. Und zwar gehen wir mal hier. Das habe ich auch lange nicht gewusst, dass man da oben noch hingehen kann, als ich das erste Mal gespielt habe. Ah. Guck mal hier. Ja. Das ist aber auch. Was steht da? Flock, oder? Och. Ah. Nee, DCH heißt es. DCH. Do it, Chilliman, how. Okay. Ah. Oh, man, das ist eine Tunte und den rede ich. So. Larry? Gibt es hier einen Anwalt gerade zur Verfügung, der mir helfen kann? Nein, tut mir leid, Sir, aber Mr. Dewey ist in einer Konferenz. Miss Cheatham macht irgendwas anderes und Mr. Howe ist bei Gericht. Vielleicht könnten Sie später wieder vorbeikommen. Okay, und das wird er uns immer sagen. Da können wir jetzt zwar mal raus und wieder rein, aber das ist immer dasselbe, weil wir brauchen nämlich noch etwas wesentlich anderes. Und jetzt wird es wieder recht komisch und lustig. Wir gehen ins Casino und spielen mal eine Runde. Yeah. Roulette. You? Nein. Nein, wir spielen jetzt kein Roulette. Oh. Blackjack? Nö. Strip auch Poker? Nicht. Huch. Okay. Oh. Nix dergleichen. Ja, sonst kommt aber schon eher hin, ja. Naja, bei dem. Oh Gott, Rosa. Der pinke Teppich der Liebe. Ja, Grüße wieder an Alice. Hallo, kann ich da nicht hin? Nein, da kann ich nicht hin. Kann ich da hin? Jetzt kann ich da nicht hin. Später kann ich da aber hin, das weiß ich. Aber jetzt nicht. Gehen wir mal hier lang. Guck mal hier. Da hinten, ne, da spielen auch Leute, aber da kommen wir leider niemals hin. Du siehst dich selbst im Spiegel. Ja. Oh, geil. Ja. Okay. Mit dem sollten wir doch mal reden. Talk to man. Hallo, Sir. Mein Name ist... Könnten Sie mir bitte eine Information über die Show dort drinnen geben? Wenn Sie die Show von heute Abend sehen möchten, dann brauchen Sie ein Ticket. Natürlich, einige der Touristenmagazine haben freie Tickets, ist nicht so toll. Aber wenn Sie kein Ticket haben, dann können Sie eins davon natürlich benutzen. Okay, wir machen's, weil das hat mit dem Kopierschutz wieder zu tun, dem alten Handbuch. Und da ziehen wir uns einfach aus dem Handbuch so eine Ticketnummer raus und sagen... Well, excuse me, Sir, aber ich möchte die Show heute Nacht gerne sehen. Ich habe meine Kopie von dem Non-Tonight-Ticket genau hier.
Yeah. Yay. Oh, wirklich? Also für die heutige Show darf ich nur freie Tickets passieren lassen mit unserem mit unserer Anzeige auf Seite 11. Was ist die Nummer auf dieser Seite? Auf Seite 11 hätten 3, 2, 8, 4, 1. Danke, lieber Schein. Wann bin ich gut? Ja, klasse. Lassen Sie mich mal sehen. Ja, sehr schön, mein Herr. Aber irgendwie muss ich einen Fehler gemacht haben. Es scheint, dass da keine Sitze mehr frei sind für diese Show. Ich weiß, es tut mir so leid. Aber vielleicht etwas später. Nein, wir geben dem die Money to... Nein, jetzt sind wir auch noch unsere $20 los. Und all der ganze Ärger, um in diese Show zu kommen. Oh mein Gott. Oh, danke, Sir. Ah, sehen Sie mal, ich habe wohl doch noch einen netten Platz für Sie gefunden, gleich in der vordersten Reihe. Ich bringe Sie auch sofort dahin. Oh. Und jetzt kommt eine richtig geile Show hier mit heißen Mädels. Und du wurschelst dich da durch. Und dann kann ich auch nicht weiterspulen. Okay, das ist jetzt automatisch. Und schnappst dir eine der wenigen verbleibenden Sitze. Genau. Ich mach die mal ein bisschen schneller. Und der Ansager erzählt nun dem Publikum, Schein, bitte. Und nun, Ladies and Gentlemen, der Moment, auf den Sie alle gewartet haben, der Star unserer Show, Miss Cherry Tart. Yeah! Woo! Oh, baby! Oh nein! Das Licht geht aus. Das hört sich aber auch an, wie du immer auf deine Tastatur drischst. Komm. Spielt das Lied gerade? Ja. Ah. Ist sie nicht wundervoll, Ladies and Gentlemen? Also einen riesigen Applaus für unsere einzige, für unsere eigene kleine Cherry Tart. Ja, Kirschtorte. Das Kirschtörtchen. Wow. Und das und damit ist unser heutiges 2-Stunden-Spektakel nun zu Ende. Ja, Gott sei Dank. Non tonight for you. Sie müssen das Auditorium nun räumen und unsere zweite Show beginnt in Kürze. Gute Sitze sind noch immer verfügbar, also sagt es all euren Freunden da draußen. Yeah! Oh, hier fährt gerade ein riesen Motorrad vorbei, hört ihr das? Ja. Okay. Ungute Nacht und geht sicher nach Hause. Ja. Yeah! Was yeah. für eine Show, Larry! Schade, dass du so spät gekommen bist. Nee, ist ganz gut. Wir waren schon so lange in diesem scheiß Comedy hat und du hast nur die letzte Minute gesehen. Das macht aber auch nichts. Na, was für eine Show, huh, mein Freund? Und wie, und was denken Sie denn über dieses kleine Kirschtörtchen? Okay. Ich dachte, er antwortet jetzt nochmal Hail to the King, baby. Nein, das ist nur, das ist nur, wenn geflucht wird. Ja, vielleicht hat er ja geflucht, weil er nur die letzten Minuten der Show gesehen hat. Das kann natürlich sein, aber auf jeden Fall hört er irgendwas hinter der Türe da. Ich glaube, ich muss da mal weggehen und hoffe, dass sie dann rauskommt. Ja, da kommt sie, sehr schön. Ja, da oh, ist sie, da ist Cherry. Ist Föhnfrisur. Ja, 80er Jahre, vergiss es nie. Okay, wir sollten ihr zuerst in die Augen gucken, natürlich. Look at girl, selbstverständlich, finde ich eine gute Idee. Hallo Schönheit, ich habe deinen Tanz geliebt. Mein Name ist, ach oh Gott. Alexander! Ja. Ja. Anna, bitte? Hallo zu dir selbst, Larry. ich bin das Kirschtörtchen. Wow. Angelina Jolie.
So, mon chéri, willst du mir nicht erzählen, was du mit deinem Leben anfangen möchtest? Boah, Schlauchschuhlippe. Oh, ich würde gerne das Showbusiness verlassen und eine kleine, süße Farm an irgendeinem Ort weit, weit weg von diesem Land gründen, oder, ne? Und, ja, wo ich alleine sein könnte und, biomäßig herangezüchtete Früchte und Gemüse und Kräuter, ja, heranzüchten. Das klingt ja so, als ob ihr wahrer Name Sue Ellen ist und sie auf die South Fork Ranch möchte. Ja, so ein bisschen. Nun, Chérie, ich bin genau das Gegenteil. Ich habe hunderte von Ackern von Land und in meinem Besitz schon sehr bald und ich würde dir gerne würde gerne im Showbusiness sein. Im Showbusiness sein, ja, genau. Ja. Oh, Larry, du hast so ein Glück. Wie gerne wäre ich an deiner Stelle und hätte ein bisschen Land. Okay, wir können es ja mal versuchen. Ja. Weißt du, ich denke, ich habe da etwas Land von einem kürzlichen aus einer kürzlich egalen Entwicklung. Ich habe wirklich keinen Nutzen dafür. Würdest du vielleicht ein paar Quadratmeter ja. morgen, wie auch immer, haben wollen? Oh, will ich? Oh, warum, Larry? Ich würde alles für ein bisschen, ein kleines bisschen Land tun. Oh, aber ich muss jetzt los. Ich muss mich noch fertig machen für die nächste Show. Ja. Ich habe Bleichmittel getankt. Okay. ja. Ja. Oh, ich habe unsere kleine Unterhaltung genossen, Larry. Und ich freue mich schon, da von dir wieder zu hören. Ja, und bitte entschuldige mich. Ich muss jetzt in den Backstage-Bereich gehen. Unser unser Bühnenmanager hat ein... was? Kurze Zündschnur. Ja, das ist leicht unterbelichtet. Ah, okay. Ne? Irgend sowas, genau. Und wird schnell sauer, ja. Ja. Und? Ah ja, wenn du das Land überschrieben bekommst, dann klopf doch einfach ganz leicht an meine Tür dort drüben. Ich werde in der Nähe dieser Tür auf dich warten. Bis dann. Juhu. Oh, Larry. Ich kann jetzt gerade mir diese kleine Ort vorstellen, meine kleine Farm und unsere kleine Farm, ist das nicht süß? Juhu. Und ob wir diese Tante das Land geben können und was dann noch passiert, das erfahrt ihr natürlich erst wieder in der nächsten Folge. Also bis dann, bleibt dran. Shine, Baby, shine.